Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Karfreitag. Und ich möchte euch durch unser Osterwochenende so ein bisschen mitnehmen. Wir wollen jetzt gleich Eier färben. Da dachte ich mir, das passt doch, die Kamera jetzt schon mal rauszukramen. Ich habe eine. Ja, das kannst du mir mal zeigen. Darf ich das mal haben? Guck mal, dann zeige ich das mal in die Kamera, was die Maus Schönes gebastelt hat. Das hat sie gestern. Ich habe Peppu gebastelt. Ja, das hat sie gestern aus dem Kindergarten mitbekommen. Die haben jetzt Ferien und da dann waren. Dann habe ich das gebissen. Ja, was war denn da alles Leckeres drin? Da in deiner Tasche. Schokolade. Mhm. Und ein Ei, ein Osterei. Für ja. Den Kochen. Genau, aber Milena hat gestern die Watte schon abgezupft. Die reparieren wir jetzt gleich mal. Wie man hört, ich bin erkältet. Ich sehe auch dementsprechend aus. Ich hab... Sagst du das Kaputte? Machen wir gleich, das zeigen wir gleich. ich habe auch schon ein Bad genommen. Aber ja, heute ist mal ausruhen angesagt, auf jeden Fall, weil das habe ich die letzten Tage definitiv nicht gemacht. So, jetzt reparieren wir mal dein Häschen, gell? Okay, kleben wir das wieder. Da ein bisschen Kleber hin, wenn das geht, aber man muss feste drücken. Geht das? Nee. Und hier? Gib mal. Ja, Mama versucht mal. Geht nicht, da müssen wir erst oben reinpieksen. So, jetzt sollte es funktionieren. Ja, guck mal. Ein bisschen Kleber drauf. Nochmal Kleber drauf. Und dann kannst du die Watte drauf machen. Prima. So eine Farbe. So ist es eine Farbe. So niedlich, dein Häschen. Und da hinten sammeln sich unsere McDonald's-Ballons. Da ist auch noch einer. Das ist grün. Und da hinten versteckt sich noch blau, gell? Blau. Grün, blau, gelb. Alles Ballons. Wir sind in der Küche angekommen. Falls ihr euch fragt, wo Luchi ist, der ist am Trainieren. Wir setzen jetzt erstmal das Wasser auf für die Eier, gell? Die müssen wir erstmal ganz hart kochen. Nein, nicht da kaputt machen. Nein, die gehen nicht kaputt. Du bist ich habe raus. Eins. Zwei. Und drei. Fünf. Vier und fünf. So, jetzt machen wir die Farben. Drei. Wir brauchen drei. Warte mal, wir schneiden die erstmal hier durch. Ich kann es mal auch. Ah, das ist Blut. Blut. Ja, wow. Wow. Wirklich nur in den Becher rein, gell? Ja. Mach, mach. Oh, so eine Farbe. Noch ein bisschen so red. Oh, schön. So eine Farbe. So eine Farbe. Wir haben noch eine. Wir brauchen noch hier ein Hasi. Das ist bei der Hasi war weiß und braun. Und noch eine Blume. 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 Blume, Blume. So, Mausi ist hier noch am Malen, das letzte Ei. Da haben wir ein paar fertige. Und das hier hat sie ganz, 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 ganz niedlich gemacht. Gell? Und dann hat Papa. Und das hat Papa gemacht, auch ganz niedlich. Einmal Mama, Papa und Milena. Und hinten frohe Ostern. Das ist voll süß. So, die Maus macht jetzt noch Osterbilder für die Omas. Und dann? Hier mit ihrem Mama? Spiel. Ich setze euch das mal in die Infobox. Wir finden das nämlich richtig klasse.
gerade ein Bauchbild bekommen. Ich habe es euch ja schon gezeigt, jetzt aber tada. Mache ich ein Hasi. Ja, jetzt ist die Maus dran, die kriegt ein Hase. Und du hast ein... Was habe ich? Ein Küken. Ein Küken. Schaut mal, ich bereite gerade für euch die Frühlingsüberraschung vor. Ich wollte euch diese beiden Sets ja schon lange verlosen. Das ist jetzt dachte ich mir aber zu Ostern, beziehungsweise halt in den Frühling passt das ganz gut. Warte, zeig ich mal dir. Warte. Ich warte. Und ich stelle das entweder morgen, Ostersonntag oder am Montag rein. Aber ich lasse das so lange laufen, damit ihr, wenn ihr das Video am Mittwoch seht, natürlich auch noch dran teilnehmen könnt. Deswegen sage ich euch das jetzt auch. Also wenn ihr Lust habt, eins von den Sets zu gewinnen, dann schaut gerne mal auf Instagram unter Jessys Perlenzauber vorbei. Da findet ihr alle Infos. Milena möchte euch noch gerne was zeigen. Schau mal, musst du mal so drehen. Eine Reihe. Das ist ein Pferd? Ja, hat sie gestern. Nee, das ist nicht gestern. Hast du nicht gestern gemacht, aber die ganzen anderen. Gestern hat sie so lang gemalt. Richtig schön. Nein, ich. Magst du zeigen? Ich hab so eine Fin-Oma. Omas haben wir Hasen gemacht, gell? Eine für eine Ente. Eine Ente. Und was ist das noch? Nochmal ein Hase. Genau. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum nächsten Zug. Und zwar wollen wir nach einer Auflage für den Wickeltisch gucken. Gucken, was es sonst noch so gibt, was wir finden. Maus freut sich schon auf den Zug. Das war das nicht so toll. Deswegen... Gehen wir jetzt ein bisschen bummeln. Melden. Wir haben vorhin alles andere gefunden, aber leider keine Wickeltischauflage. Ja, weil unser Wickeltisch ziemlich schmal ist. Ich weiß nicht, gab es da irgendwie absolut nicht unsere Größe. Ich finde sowas aber auch nicht im Internet. Ich habe jetzt mal auf der Wandern-Shop gefunden, der nach Maß anfertigt, aber das ist natürlich dementsprechend teuer. Ja, keine Ahnung, jetzt mal gucken, was wir machen. Ich habe überlegt, ob wir so eine Matratze kaufen, die man normalerweise in die Kinderwagenschale machen würde, weil das würde ganz gut passen. Ja, mal schauen, wir werden noch was finden. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich möchte halt ziemlich früh anfangen, weil es doch einiges zu besorgen gibt. Und ja, ich fange allgemein auch mit allem Möglichen lieber zu früh an als zu spät. Vor allem, wenn ich weiß, dass es halt einiges an Geld kostet, dann muss man das nicht alles auf mal ausgeben, sondern halt nach und nach eben. Genau. Jetzt haben wir schon abends, das Mäuschen schläft auch schon, es ist schon 22 Uhr. Ich habe gerade ihre Kleinigkeiten versteckt, das seht ihr dann morgen. Ich habe Luchis noch fertig gemacht und jetzt mache ich den Kuchen noch fertig, den wir morgen mitbringen. Der steht hier neben mir. Der ist jetzt schon bald ausgekühlt, das ist einfach ein Karottenkuchen, aber ich dekoriere den jetzt halt noch. Genau, ich zeige den euch dann, wenn er fertig ist. Und dann kommt morgen der Osterhase. Ja, zumindest für die Maus, die sich schon ganz doll drauf freut. Tada, ich bin fertig. Ich find's voll süß. Guten Morgen, es ist soweit. Wir haben Ostersonntag. Und was heißt das? Wer kommt heute? Osterhase! Der Osterhase! Wir gucken gleich mal, ob er vielleicht schon was gebracht hat. Bibi Lelo. Für Bibi Lelo, ja. Und für Milena. Und für Milena. Wir waren nämlich gestern ein bisschen einkaufen. Milena hat einen neuen Helm bekommen. Wow! Wow! Was ist das? Das sind Rührschokoladen. Was ist jetzt? So eine Zicke? Du bist eine Zicke. Komm so mal weiter. Ich kann noch suchen. Okay, was ist das? Hast du die nächsten schon entdeckt?
Ui. Zwei. Das sind keine zwei. Was ist das denn? Libra. Ach, du bist ja gut drauf, hä? Was ist das? Ein schönes Buch? Guck mal, was da steht. Da steht, hallo Baby, wann kommst du? Sollen wir das nachher lesen? Ja? Da versteckt sich was? Ja. Ja, dann hopp. Nein, das ist nicht für Oster. Ja, guck mal, vielleicht hat das ja doch der Osterhase versteckt. Guck mal. Das ist auch nicht. Hol's doch mal vor. Nein. Guck. Was ist das denn? Ich weiß das nicht, ich habe das noch nicht gesehen. Kann man Kassetten und CDs anhören? Ich habe ein Osterei. Nein, ein Ei? Was ist da drauf? Ein Hase. Und? Und schöne Schmetterlinge. Und hier ist eine Kette und hier ist eine Armband. Genau, das ist Milenas Osteroutfit. Und noch ein schicker Rock. Ganz, ganz süß. Dienstag, Mittwoch und Freitag. Wochenende haben wir noch frei. Hallo. Wochenende. Hi. Jetzt geht's los. Der Osterhase hat hier auch noch was versteckelt. Und wir gucken mal, ob wir was finden. Die Maus hat schon ein Ei entdeckt, gell? Ein Ei. Ach so, draußen gibt's nur Eier. Und drinnen gibt's eine. Ach so. Hat Mama das Hate. Okay. Da können wir ja reingehen. Die Eiersuche war auch erfolgreich. Ein Fruchtsnack, vegan. Bäh! Was hat der Papa gemalt? Ein Aas und ein Ei für Mama. Und ein Ei für Mama. Jetzt gehen wir es putzen. Ja. Hallo, wir haben inzwischen schon Ostermontag. Der Papa hat gerade wieder unsere Bäuche gemalt. Ich wollte meinen natürlich auch noch zeigen. Ich habe mir ein Osterei gewünscht. Richtig Hase. Niedlich. Und Milena wollte noch mal einen Hasen haben. Nochmal Hase. Ja, den müssen wir jetzt leider schon wieder wegwischen, weil wir jetzt gleich weitergehen. Wir sind heute wieder eingeladen beim Papa von Luci. Gele. Da kommen alle Verwandten, also ziemlich viele. Und da werden wir wieder grillen heute. Ja, du darfst. Warte, oder nein, Mama macht gleich noch ein Foto. Mach mal deins sauber, okay? ja, gestern waren wir dann noch bei meiner Mama, waren auch noch bei Lucis Tante, Onkel und Cousin. Und da war auch seine Mama noch da und so. Also ganz viel Familienzeit. Nein, mach doch bitte bei dir, Schatzi. Ich möchte noch ein Foto. Ach, Mama soll machen. Ja, ja, wie gesagt, ich guck mal, was ich heute noch mitfilme. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet auch ganz, ganz tolle Ostern. Und wir genießen heute das noch reicht. Den Tag, den freien Ostermontag. Das reicht so? Ja. Okay. So, ich mache jetzt noch ein Foto von meinem Bauch nochmal. Ich weiß, es ist runtergefallen, mein Kleid. Und dann geht's dann auch gleich schon los. Ich habe nochmal einen Kuchen gebacken, einen Rüblikuchen nochmal. Oh, der Hase ist aber umgekippt. Was ist denn da passiert? Oh, der ist geschmolzen. Mist. Das sollte aber nicht passieren. Schaut mal hier. Diesmal mit Schokolade. Und da hinten ist unsere Osterhasenfamilie. Sehr, sehr viel haben wir bekommen. Genau. So. Hui, nicht in den Dreck, Schatzi. Dann will ich hier hingefallen. Der Boden ist nass. Du musst läuten.
Wir sind wieder zu Hause. Aber erstmal wir machen noch ein Geschenk. Wir machen noch ein Geschenk? Ja, für mich. Für dich? Ja, ist klar, ne? Hast ja nicht genug bekommen. Nein. Was machst denn du da jetzt? Ich weiß nicht, was ist denn? Sie sucht jetzt echt ein Geschenk in meinem Schrank. Schatz, da ist nichts. Ostern ist jetzt vorbei schon wieder. Doch. So, eine kannst du nicht genug kriegen. Hast so viele Sachen jetzt bekommen. So, Guck, das ist ein Benet. Kannst du mal zeigen, was du noch bekommen hast heute. Ein Hasi und ganz viel Schokolade. Ich esse nicht so viel Schokolade. Nee, das kann man gar nicht essen, so viel. So, ich verabschiede mich jetzt. Nur ein großer Eins. Jeden Tag gibt es ein kleines Stückchen. Und mache mich jetzt auch direkt ans Video schneiden. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und eure Kommentare. Das ist für Baby Leo, mein Schatz. Dann muss ich mich jetzt zu Baby Leo. Baby Leo kommt uns vielleicht mal wieder besuchen. Jetzt nicht. Jetzt stellen wir das wieder in den Schrank. So sieht die Strumpfhose aus von jemandem, der im Gras gekrabbelt ist. Gell? Kili, kili, kili. Und was ist das? Was ist das? Erdbeere! 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 Wie gesagt, ich sag jetzt erstmal Tschüss und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin! Ciao!